Gera, das ist der zweite Teil von unsinnigen Verkehrsmaßnahmen in von seltsamen Oberbürgermeistern regierten Städten. Wir waren ja vor einigen Wochen mal in Altenburg und hatten da diese komische Fußgängerampel, ja, zum Thema eines kleinen Filmchens gemacht, die ja, den Straßenverkehr regelte in einer Sackgasse, die 10 Meter lang war. Jetzt hier ist es eine Durchgangsstraße, eine ehemalige Durchgangsstraße in Gera. Da hat jetzt der Oberbürgermeister gesagt, die sperren wir jetzt mal mit Verkehrszeichen 250, damit die Raserei aufhört. Hier gab es zwar keine Raserei, aber es sei mal so dahingestellt. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Verkehrszeichen 250 heißt, verboten für Fahrzeuge aller Art. Das heißt, nicht nur Autos dürfen hier nicht durchfahren, sondern auch keine Fahrräder. Also mit anderen Worten, dieser Mensch da hinten macht sich schon so ein bisschen bußgeldtechnisch angreifbar. Da frage ich mich, wenn man die Straße sperrt, warum soll hier auf der Sperrung, die ist ungefähr 10 Meter weit, warum sollen da keine Fahrräder fahren dürfen? Also das ist alles sehr undurchdacht und scheint mir also von einem Oberbürgermeister ersonnen worden zu sein, der keine Ahnung hat und auch nicht jemals mit Bürgern gesprochen hat. So, eine ganz kurze und konkrete Frage. Es geht um den Verkehrsversuch Rudolfiner Straße, also die Sperrung am Hennigplatz. Da bin ich gerade vorbeigelaufen und habe gesehen, da ist das Verkehrszeichen 250 angebracht. Das ist dieses runde, weiße Verkehrsschild mit rotem Rand. Was bedeutet Durchfahrt verboten für Fahrzeuge aller Art? Die Sperrung bezieht sich auf Barke, dann kommen so 4 Blumentöpfe etwas größerer Art und Weise und dann kommt wieder eine Barke. Das sind ungefähr 2 Meter, wo das Durchfahrtsverbot gilt. Nach der jetzigen Beschilderung müsste jeder Fahrradfahrer da absteigen. Ist das beabsichtigt, dass auch nicht mehr Fahrradfahrer durch diese Blumentöpfe durchfahren dürfen? Oder fehlte einfach das Ausnahmeschild, dass Fahrradfahrer doch durchfahren dürfen? Vielen Dank. Die Frage gebe ich mal in Richtung Baudezernat weiter, Herr Sonntag. Herr Brandner, ich habe das jetzt noch nicht konkret gesehen, wie das beschildert wird. Das macht natürlich die untere Verkehrsbehörde. Dort in eigener Zuständigkeit. Wir werden das nochmal prüfen. Natürlich ist es nicht beabsichtigt, dass dort abgestiegen wird. Das wird ja auch nicht so realisiert in dem Maße. Und wenn das notwendig sein sollte, müsste noch nachgerüstet werden. Das sage mal einer AfD, wirke nicht oder die Gera Stadtverwaltung wäre langsam. Am letzten Mittwoch war Stadtratssitzung, da habe ich moniert, dass hier für diese 3 Meter, also zwischen dieser Barke und der Barke da drüben, Fahrraddurchfahrtverbot ist wegen dieser Beschilderung, was heißt Fahrzeuge jeglicher Art dürfen wir nicht durchfahren, also auch keine Fahrräder. In der Stadtratssitzung am letzten Mittwoch habe ich gesagt, was soll denn das? Also erstmal ist der Verkehrsversuch ziemlich unsinnig, aber das da mal dahingestellt, weil warum sollen denn diese 3 Meter keine Fahrräder fahren dürfen? Und man sieht, Fahrräder frei. Also, wir sehen, AfD wirkt auch im Kleinen, auch in der Gewinnerstadt. Schönen Abend.